Januar. Auf Kopfsalat ist jetzt Kopfgeld ausgelobt. Im letzten Jahr ist er schon 35% teurer geworden. Und wenn das jetzt so weitergeht, verzichten wir bald auf teure Salate und essen nur noch Low-Cost, Rohkost. Kost weniger und ist bunt. Februar bei den Olympischen Spielen in Peking gehen sämtliche Medaillen an China. Das Reich der Mitte ist das einzige Land, das seine Spiele nicht boykottiert. Peinlicher Fauxpas. Auf den Medaillen stehen überall Namen europäischer und amerikanischer Athleten. Aus purer Gewohnheit ließ die chinesische Regierung nämlich auch die Medaillen anderer Länder 1:1 kopieren. Nochmal Februar. Franka Waltraud Steinmeier wurde zur Bundespräsidentin gewählt. Viel ist darüber spekuliert worden, warum sich der frühere SPD-Politiker einer Geschlechtsumwandlung unterzogen hat. Als alter weißer Mann hat er womöglich keine Chance mehr gehabt, weiterhin Bundespräsidentin zu sein. Der frühe Gesichtschirurg von Michael Jackson hat ihm eine dunklere Hautfarbe verpasst, um ihm ein etwas diverseres Aussehen zu geben. Kritiker werfen ihm jetzt Blackfacing vor. Frühere SPD-Weggefährten nehmen ihm übel, dass er jetzt unter den Schwarzen gegangen ist. April, die neue Sigma-Variante des Coronavirus ist auf dem Markt. Nicht Sigma Gabriel, es geht um den griechischen Buchstaben. Sie ist viermal so ansteckend wie die letzte Variante. Dagegen wirkt wohl nur noch Kräuterschnaps. Oder Rosenkohlschnaps aus Bachweiler. Juni, Nord Stream 2 wird in Betrieb genommen. Als Kompromiss, dass die Zulassung überhaupt erfolgt ist, wird aber darüber kein Gas geliefert, sondern Wodka. Direkt nach Mitteleuropa. Die Abnahmemengen sind aber weit niedriger als gewünscht. Da die CSU nicht mehr in der Regierung ist, gibt es aber keine Lobby mehr dafür, höhere Promillegrenzen einzuführen. Juli, irgendwas passiert bei der Linkspartei. Da sie aber bei der letzten Bundestagswahl nicht mal 5% der Bürger begeistert hat, interessieren wir uns nicht dafür und berichten lieber über Erdmännchen im Neuwieder Zoo. Die sind aber auch süß. Ja, Erdmännchen wirken immer so knuddelig. Nein, ich meine die Linken. Richtig knuddelig kleine Partei. Winzige Parteien können aber durchaus auch mal den Kanzler stellen, wie wir zuletzt gelernt haben. September. Außenministerin Baerbock besinnt sich auf grüne Tugenden und fährt zum nächsten Staatsbesuch per E-Bike. Das alte Fahrrad hat ausgedient. Die Zeit der Elektromobilität ist da. Der nächste Staatsbesuch ist in Venezuela. Gute Fahrt. Oktober. Wien. Arnold Schwarzenegger wird zum 21. Bundeskanzler seit 1945 gewählt. Grund, der im Dezember vereidigte letzte Kanzler Karl Nehammer war auch nicht so. Schwarzenegger kommt aus der Steiermark und war schon 8 Jahre Gouverneur in Kalifornien. Mit voller Kraft will er Österreich durch die nächsten Monate führen. Die nächste Kanzlerwahl ist dann erst im Winter geplant. November. Aber verabschieden sich von der Bühne, trennen sich aber nicht offiziell. Die Zeit zu spekulieren, wie das neue Album heißt, hat man noch bis zum Comeback im Jahr 2061. Dann ist Agnete 111 Jahre alt. Wenn das kein Grund zum Feiern ist. Dezember. Hier ist eine Hand in meinem Bild, die nicht zu mir gehört. Ich sag's nur. Die neue Y-Variante des Coronavirus wird von Mallorca-Touristen mitgebracht. Große Verwunderung, weil die 4 infizierten Herren sonst immer nur Chlamydien aus Mallorca mitgebracht haben. Der Bundesgesundheitskarl warnt, dass die neue Mutation halb so ansteckend ist wie die Delta-Variante. Halb so ansteckend? Was ist denn das für ein neuer Trend? Auch im neuen Jahr ist auf nichts Verlass. Komm,